Hallo in die Runde, der Bauer aus dem Markt. Ich habe da heute mal, muss ich mit aufschreiben, ist ja nicht zu fassen. So viel Dummheit kann man sich gar nicht merken, geht ja auch nicht. 2050 könnten 10 Millionen Menschen sterben an Antibiotikaresistenzen. So laut Zoe Meyer im Bundestag. 6,6 Millionen Menschen sind ja schon gestorben an Covid-19. Was das mit Antibiotika zu tun hat, da. Somit kann aber auch nur eine grüne Taktikerin verstehen. Taktik kann man nicht sagen, sie ist 27, 28 Jahre alt, hat studiert, 95 geboren, 2010 zu den Grünen, 2013 Studien begonnen im Wirtschaftsingenieurwesen, Bereich Energiewirtschaft und Technik. Was mich aber am meisten geschockt hat an dieser Rede im Bundestag von dieser jungen Frau: Jeder Einsatz von Antibiotika kann Resistenzen hervorrufen. Gehe ich voll mit. Super. Ist so. Jedes Mittel kann Resistenzen hervorrufen. Aber weiter im Text. Darum dürfen wir Antibiotika nicht an gesunde Tiere abgeben. Sag mal, wie bekloppt seid ihr denn? Und noch bekloppter sind ja die, die zu diesem Beitrag, zu diesen Worten geklatscht haben im Bundestag. Sag mal, hackt ihr da was? Schon 2050 könnten weltweit knapp 10 Millionen Menschen an den Folgen von Antibiotikaresistenzen sterben. Davor warnt uns die WHO. Zum Vergleich: Bislang sind ungefähr 6,6 Millionen Menschen weltweit an den Folgen von Covid-19 gestorben. Das Problem ist drastisch und wir dürfen das nicht weiter ignorieren. Wir wissen, dass aktuell nur der strukturelle und massive Einsatz von Antibiotika viele Tierhaltungsbetriebe in Deutschland am Laufen hält. Und dieses Problem werden wir nur dann nachhaltig lösen, wenn wir uns politisch damit befassen, wie wir endlich den Um- und Abbau der Tierhaltung voranbringen. CETA sagt euch was? Das ist ein Abkommen mit Nordamerika, wo Genmais, Gensoja, Tiere damit gefüttert werden, also Rinder und Schweine mit so einem Zeug gefüttert werden, wo Pflanzenschutzmittel angewendet werden, die hier schon lange verboten sind. Ja. Das kommt jetzt alles hierher. Und wer hat das alles eingeführt? Stimmt. Die CDU/CSU war damals federführend bei dem CETA-Abkommen, aber die sind ja nicht mehr dran. Die haben wir ja abgewählt, oder ihr jedenfalls. Und denn, wer hat das noch weitergeführt? CDU/CSU, komplette Fraktion hat mit Ja gestimmt. Ampel, zum Beispiel die FDP, komplett mit Ja gestimmt, obwohl sie immer für uns Landwirte da gewesen wollen sein. Was waren die Versprechungen vom Brandenburger Tor? Na, Christian Lindner, kriegen wir das noch zusammen? Gero Hocker, kriegen wir das noch zusammen? Und die Roten, alle komplett, die ganze Fraktion, komplett mit Ja gestimmt. Und noch das Beste ist ja, die ganze grüne Bande, die vorher gegen CETA gewesen ist und gegen Mercosur, gegen die Globalisierung, diese ganze grüne Bande hat mit Ja gestimmt. Vier Stimmen oder fünf Stimmen haben gar nicht erst abgestimmt, die waren wohl nicht da. Und der Rest hat dafür gestimmt. Die ganze grüne Bande, müsst ihr euch mal vorstellen, die hier Pflanzenschutz verbieten wollen, die hier Genmais nicht haben wollen, die hier kein Gensoja haben wollen oder überhaupt genmanipulierte Nahrungsmittel haben wollen, führen jetzt für euch, dass ihr schön gesund leben könnt in der Bundesrepublik Deutschland, in dieser Spaßbananenrepublik, führen die euch das Zeug jetzt ein. Ihr dürft ja nicht mehr aussuchen, wie das Fleisch heißt und von welchem Bauern es kommt. Nee, ihr dürft aussuchen, aus welchem Laden euer Fleisch kommt. Aldi, Rewe oder sonst wen. Habt ihr so gewählt, bekommt ihr so. Danke, der Bauer aus der Mark.